Box ist gekommen. Ich finde sehr früh diesen Monat. Heute ist der 26. glaube ich. Und ich habe sie wie immer nicht ausgepackt und werde das gemeinsam mit euch tun. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Puppe, ey. Ich hab dir voll in die Nase geschossen. Oh Mann. Aber, oh, jetzt hab's auch noch hier wie Koks hochgezogen. Ach. Okay, wenn ich mal bescheuert bin. Also, hab ich mir noch einen Lippenstift verschmiert. Wartet. Ja, riecht ganz gut. Jetzt kann ich euch auch noch mal von Namen zeigen, wenn ich jetzt schon mal hier vorne bin. Also, das ist eine Rückenschutzcreme oder eine Sonnencreme. Perfekt für die Handtasche, für die Badetasche. Ich werde nämlich heute auch noch an den Rhein gehen und ein bisschen die Sonne genießen. Ich habe heute nämlich frei und von daher kommt diese mit. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen hier ein bisschen das Dekolleté verbrannt und da würde ich sagen, es schadet nicht, einen Sonnenschutzfaktor 50 drauf zu hauen. Okay, ich mache weiter. Mit folgendem Produkt, Marvilla Teint de Brille. Also ich, keine Ahnung, ich hatte mal 3 Jahre Französisch, aber keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das sieht mir nach einem Make-up aus. Dream Foundation, a flawless complexion. Okay, so sieht's aus.
in der Farbe Sunny Beige. Schauen wir doch mal, ob das meine Farbe ist. Sieht mir eigentlich fast schon ein bisschen zu dunkel aus. Ups. Ist hier schon fast leer gemacht. Also heute habe ich es nicht so mit den Tasten. Anscheinend auch nicht mit dem Reden. Heute habe ich es nicht so mit den Sachen rausdrücken. Entweder schieße ich es mir in die Nase oder ich mache hier gleich so einen Riesenklecks drauf. Und ja, kann jetzt hier meine ganze Hand abdecken. Okay, also wie ihr seht, ist das zu dunkel. Verstehe ich nicht ganz, weil ich würde immer eher hellere Sachen verschicken, weil dunkler machen kann man mit einem Bronzer oder so immer, aber heller machen ist einfach doof. Und ich glaube nicht, dass ich diesen Sommer so braun werde, dass ich mir dieses ins Gesicht schmieren kann. Mal gucken, wer von meinen Freundinnen vielleicht ein dunkler Typ ist, der kann sich jetzt darauf freuen. Und es riecht nicht besonders, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, es ist mir auch viel zu dick. Also ich mag momentan eher BB-Creams oder von Essence, glaube ich, diese getönte Tagescreme und ja. Okay, also mag ich nicht so. Sonnencreme, okay, das mag ich nicht so. Ich mache weiter mit einem Intense Care Shampoo von, ich habe keine Ahnung, wie man diese Marke ausspricht, das ist diese hier. Keiko? Keiko? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein intensiv pflegendes Shampoo. Reinigung und intensive Pflege mit Amicone-Komplex und UV-Filter. Okay. Whatever. Also vorsichtig, bevor ich hier wieder... das riecht ganz angenehm. Das riecht so ein bisschen... riecht ein bisschen nach Frucht, aber nach welcher? Keine Ahnung. Riecht gut. Wahrscheinlich mega teuer. Ich kann hier mal auf die Karte schauen. Originalprodukt 11,40 Euro, 300 ml. Hier sind 75 ml drin. Und mal gucken, wie es sich so macht. Die Sonnencreme hat übrigens, kostet bei 30 ml 9,90 €. Ah, oh, das ist es auch. Nee, Moment. Doch, 30 ml. Da sind auch 30 ml. Das heißt, das ist die Originalgröße diesmal. Und die kostet 9,90 €. Heftig, oder? So ein kleines Ding. Aber scheint ja wohl ein bisschen was Besseres zu sein. Und hier dieses Make-up. Dream Foundation kostet 30 Euro, also 29,90 Euro bei 30 ml und hier haben wir 5 ml. Okay, ich mache weiter mit Elizabeth Grant Collagen Day Cream. Was macht die? Eine intensive Kosmetikbehandlung, welche frühzeitigen Anzeichen der Hautalterung entgegenwirkt. Für einen straffer und deutlich jüngeren wirkenden Teint. So haben Fältchen keine Chance. Ja gut, kann man sich ja mal an einem schlechten Tag ins Gesicht schmieren, wa? Wenn man sich mal denkt, ich habe nächste Woche übrigens Geburtstag. Vielleicht, wenn ich dann denke, oh mein Gott, ich werde alt. Geht es mir damit besser? Mal sehen. Okay, das letzte Produkt. Alessandro Pedixfeed, das ist kein Französisch, weil es wird so geschrieben. Also nicht das Petit für klein. Und das macht Pedixfeed Heal Rescue Balm. Reichhaltige Bestandteile wie Shea Butter, Allantoin und Teebaumöl machen rissige Füße wieder zart und beugen. Machen rissige Füße wieder zart und beugen Hornhautbildung vor. Ja, da haben wir hier noch was für die Hornhaut. Und das war's. Also ich wollte gerade sagen, kein Beauty-Produkt mit drin, aber ich habe hier diese schöne Foundation.
die ich nicht anwenden kann. Außer wenn ich vielleicht mal mich als Indianer verkleiden sollte am Fasching. Also ich bin jetzt nicht so begeistert. Was soll ich sagen? Diese drei Produkte werde ich auf jeden Fall verwenden können. Shampoo kann man immer gebrauchen. Hier so eine Fußcreme für die rissige Haut. Und eine Sonnenlotion, die 10 Euro kostet in dieser Größe. Ja. Nicht so der Knaller, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, also es waren jetzt auch keine super Flop-Produkte dabei, außer diesem Make-up, aber gut, das ist halt nicht meine Farbe und ja. Ich weiß nicht, wie findet ihr sie denn? Also es gab schon bessere Boxen, das muss ich sagen. Es gab wirklich schon bessere Boxen und ich werde mir jetzt mal meine rissigen Küsse eincremen. Die Haare habe ich schon gewaschen und ich werde heute Abend dann nach dem Sonnenbaden meine Haare nochmal waschen und nochmal die Füße eincremen, dass die rissige Haut vorgebeugt wird und keine Hornhaut entsteht. Und dann werde ich jetzt gleich diese Sonnencreme auftragen und einen Sonnenbad nehmen. Was gibt's noch zu sagen? Nichts, außer danke fürs Zuschauen und entschuldigt für meine... Ich habe heute frei und ich freue mich sehr, weil es ist heiß draußen und ich werde gleich nicht baden, aber Sonnenbaden gehen und ein bisschen entspannen. Und deswegen freue ich mich und deswegen bin ich, glaube ich, heute ein bisschen... Kuckuck! Und ja, aber danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Und ach, übrigens, vergesst nicht, diesen Samstag, den 28. glaube ich, ich verlinke es nochmal in der Infobox, YouTuber-Treffen in Frankfurt. Ich würde mich freuen, einen von euch dort zu sehen. Und ich wünsche euch noch einen sonnigen Tag, genießt das Wetter und bis bald. Tschüss. Boah, sieht aus wie Puppe, ey. Hat er voll in die Nase geschossen. Ich hab kein Make-up drauf, ich hab ein bisschen Puder drauf. Und.